Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Raspberry Pi als Minecraft-Server einsetzt. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Zunächst übertakten wir den Raspberry etwas, damit wir etwas mehr Leistung kriegen. Und zwar geben wir dazu sudo raspi-config ein. Dann wählen wir den Menüpunkt Overclock aus, bestätigen mit OK und suchen uns dann einen Modus aus. Ich habe jetzt High genommen, weil ich noch den Raspberry Pi B Plus habe, also die erste Version. Dann bestätigen wir das Ganze mit Finish und damit der Raspberry dann rebootet. Nun installieren wir Screen, das ist dazu da, um den Server hinterher im Hintergrund laufen zu lassen. Als nächstes ist der eigentliche Server dran. Wir wechseln jetzt in das Verzeichnis von MC Server und starten den Server das erste Mal. Das wird wohl ein wenig dauern, also nicht wundern. Jetzt müssen wir den Server konfigurieren. Dazu öffnen wir mit dem Texteditor Nano die webadmin.ini. Dort können wir dann den Benutzernamen sowie das Passwort ändern. Da kann im Prinzip. Sucht euch da einfach was aus. Falls ihr schon einen Webserver installiert habt, solltet ihr auch den Port ändern. Nachdem das gespeichert wurde, starten wir jetzt einfach den Server. Um den Server jetzt weiter zu konfigurieren, gebt ihr einfach in eurem Browser die IP vom Raspberry Pi ein, sowie den vorher festgelegten Port. Klickt auf Webadmin Login und gebt den vorher festgelegten Nutzernamen sowie das Passwort ein. Unter Server Settings könnt ihr grundlegende Einstellungen verändern, wie zum Beispiel die Beschreibung, die maximale Spieleranzahl, den Modus oder die Sichtweite. Die Sichtweite sollte auf jeden Fall nicht zu groß sein, weil der Raspberry ja nicht ganz so leistungsfähig ist. Eine Distanz von 7 ist eigentlich recht okay. Spielt einfach ein wenig mit den Einstellungen herum. Wenn ihr fertig seid, klickt ihr auf Save Settings und dann müsst ihr den Server neu starten. Wenn ihr wollt, dass der Minecraft-Server automatisch startet, müsst ihr noch eine Datei editieren, wie ich hier gerade zeige. Wir sollten jetzt eigentlich fertig sein. So, jetzt wollen wir aber erstmal gucken, ob unser Projekt Erfolg hatte. Dazu starten wir Minecraft und klicken einfach mal auf Mehr Spieler. Wir fügen einen Server hinzu und unter Serveradresse geben wir die des Raspberry Pi ein. Eigentlich sollte dieser jetzt gefunden werden und wir klicken einfach doppelt auf den Eintrag drauf und wir müssen uns dann direkt verbinden. Wie wir sehen, hatte unser Projekt Erfolg und die Welt, die wurde auch schön generiert.
Es lädt vielleicht etwas langsam, was ein bisschen an der Leistung von dem Raspberry liegt, aber im Großen und Ganzen ist das ja in Ordnung. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit eurem selbstgebauten Raspberry Minecraft Server und ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Eine Kurzanleitung mit allen Befehlen findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie wäre es mit einem Daumen nach oben? Oder teilt es oder was weiß ich. Macht, was immer ihr wollt. Bis dann.